Hallo und herzlich willkommen zum Maritime Innovation Update des Fraunhofer CML. Mein Name ist Lutz Kretschmann und ich darf unser heutiges Webinar moderieren und produzieren. Ich freue mich wirklich sehr, Ihnen meine Kollegin Frau Dr. Miriam Zacharias als Referentin anzukündigen, die uns etwas zum Thema Dashboards vorstellen wird. Miriam hat an der Universität Duisburg-Essen promoviert und ist bei uns am CML die Expertin schlechthin für angewandte mathematische Optimierung und maschinelles Lernen. Wie immer gilt, schreiben Sie Ihre Fragen gerne in den Chat, damit wir am Ende auf Sie eingehen können. Nun aber genug der Vorrede. Miriam, du hast das Wort und es kann losgehen. Ja, vielen Dank, Lutz, und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite. Bevor ich nun auf die Dashboards im Speziellen eingehe, möchte ich noch einmal ganz kurz Vor- und Nachteile von zum einen klassischen Datenverarbeitungssystemen im Unternehmen, aber auch von Data Science Tools vorstellen. Und dann schauen wir uns ein Dashboard an einem unserer Projektbeispiele an. Vorteile von Excel und Co. Natürlich hat jeder schon mal mit Excel gearbeitet und man kann sehr schnell Kalkulationen erstellen. Die Bedienung ist intuitiv und ja, es gibt viele Funktionen, automatisch Auswertungen zu generieren. Und auch durch den hohen Bekanntheitsgrad ist es sehr einfach, mit externen Partnern, mit Kollegen Informationen über eine Excel-Tabelle zu teilen. Und häufig ist es immer noch State of the Art in Unternehmen, dass Auswertungen mit Excel getätigt werden. Und häufig sind auch ja, historisch gewachsen recht komplexe Analyse-Tools entstanden, die ja, in verschiedenen Unternehmensbereichen zu finden sind. Allerdings ist das eigentlich nicht das, wofür Excel konzipiert wurde. Und man merkt recht schnell, wenn jetzt die Analysen komplexer werden, dass dann doch die Berechnungen in verschiedenen Zellen versteckt sind, auf verschiedenen Formelblättern und ja, und insbesondere wenn dann auch die Datenmenge steigt, dann kommt man da auch schnell an Grenzen. Zudem, wenn jetzt mehrere Bediener in einem Excel-Dokument arbeiten, dann kennt man das sicherlich auch, dass aus Versehen Copy-Paste und man hat eine Formel überschrieben und es ist auch nicht immer nachvollziehbar, welche Änderungen jetzt von welchem Benutzer gemacht wurden, sodass das halt für solche Fälle eher ungeeignet ist. Und wenn man jetzt auf komplexere, datengetriebene Projekte schaut, dann bestehen die aus mehreren Phasen. Und für alle diese Phasen, von der Datenvorverarbeitung bis hin letztendlich zur Visualisierung, gibt es verschiedene spezielle Data Science Tools. Ob die jetzt in Python oder R implementiert sind, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Aber diese Tools sind halt speziell für diese Anforderungen entwickelt worden. Und das merkt man dann halt auch, dass sie wesentlich robuster sind, was zum Beispiel Tests angeht, was Versionskontrolle und das Arbeiten mit mehreren Benutzern angeht. Oder auch die Reproduzierbarkeit der Berechnung ist gegeben. Zudem werden diese Tools ständig weiterentwickelt, sodass aktuelle wissenschaftliche Methoden vorhanden sind und insbesondere zum Beispiel das maschinelle Lernen, was ja auch immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist integriert. Wir haben die Verknüpfung zu Datenbanken und es gibt spezielle Algorithmen und Methoden für Big Data-Anwendungen. Visualisierungsmöglichkeiten sind natürlich auch fortschrittlicher als jetzt bei anderen Tools. Und zum Beispiel kann man auch Videoformate einbinden, Audioformate, Livestreams. Ja. Und dadurch, dass es auch eine recht große Online-Community an Entwicklern gibt, die an solchen Modellen arbeiten und diese auch häufig über Open Source teilen, ist man halt hier auf dem aktuellen Stand und den Anforderungen der aktuellen Projekte auch gewappnet. Allerdings, wenn man sich jetzt hier mal so ein einfaches Pie-Chart anschaut, das in Excel 2 Sekunden benötigt, steckt da schon ein gewisser Umfang an Code dahinter, wenn man das in anderen Umgebungen erstellen möchte. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum in vielen Unternehmen noch nicht flächendeckend mit solchen Methoden gearbeitet wird und warum zum Beispiel auch in kleineren Unternehmen, wo jetzt vielleicht keine eigene Data Science Abteilung vorhanden ist,
ja, viele Potenziale nicht genutzt werden. Und ja, ein Grund dafür ist es, dass man nicht so einfach starten kann wie jetzt mit Excel oder anderen Anwendungen. Es ist nicht ganz so intuitiv. Man braucht gewisse Grundkenntnisse im Programmieren. Und für Anwender, die jetzt selbst vielleicht nicht aus dem Bereich kommen, ist es dann manchmal schwierig nachzuvollziehen, was diese Tools tun. Oder selbst kleine Änderungen sind halt sehr schwierig von Nicht-Programmierern umzusetzen. Und was wir auch häufig sehen, ist, dass selbst wenn es Data Science Abteilungen gibt in Unternehmen und dort mit diesen fortschrittlichen Methoden gearbeitet wird, dann wird es nicht flächendeckend in die Abteilung getragen oder auch nicht mit anderen Benutzern in den Unternehmen geteilt. Und genau an dieser Stelle kommen halt Dashboards ins Spiel. Hier hat man nämlich die Möglichkeit, eine Brücke zu schaffen zwischen der Data Science Abteilung und den tatsächlichen operativen Mitarbeitern im Unternehmen. Und der Data Scientist würde dann ein solches Dashboard erstellen, das alle Funktionen von Datenvorbereitung, Aufbereitung und Visualisierung beinhaltet. Und über eine Schnittstelle wird dieses dann an die Anwender weitergegeben in Form einer ja, cloud-basierten, browser-basierten Anwendung. Und für verschiedene Anwender können verschiedene Ansichten erstellt werden und diese können dann jeweils die für sie interessanten Aspekte untersuchen, indem sie ihre Berichte interaktiv zum Beispiel filtern und so die für sie interessanten Performance-Indikatoren überwachen, daraus Präsentationen erstellen. Und durch die Datenbankanbindung ist es halt sichergestellt, dass die Daten auch wirklich den tagesaktuellen Stand widerspiegeln. Wir haben zum Beispiel in einem unserer Forschungsprojekte, in dem wir mit der HALA und HCCR zusammenarbeiten, ein solches Dashboard entwickelt. Und in einem der Projektteile geht es um die Reinigung von Tankcontainern. Das ist im Prinzip eine große Waschanlage, wo die Tankwagen gereinigt werden, beziehungsweise die Container. Und unser Ziel ist es hier, diesen Prozess weitestgehend zu automatisieren und die Effizienz der Anlage im Hinblick auf den Ressourcenverbrauch zu steigern. Dabei verwenden wir KI, maschinelles Lernen, um ein optimales Reinigungsprogramm zu ermitteln. Wir verwenden Methoden aus dem Bereich des Reinforcement Learnings und in einem zweiten Projektteil, den mein Kollege Steffen Klilver nächste Woche vorstellen wird, da wird Computer Vision eingesetzt, um Schäden an Leercontainern am Terminal zu erkennen. Ja, und nun wollen wir uns solche Dashboards mal anschauen. Hier haben wir nun ein Beispiel-Dashboard, das auf dem Tankreinigungsprozess aus unserem Projekt Cookie basiert, wobei wir die Daten zufällig generiert bzw. verfremdet haben. Und es soll als erste Übersicht dienen, was mit solchen Dashboards möglich ist. Und dabei ist das Design sehr flexibel. Nicht nur was die Farbwahl angeht, sondern auch bezüglich des Aufbaus. Man könnte auch mit mehreren Reitern und Tabs arbeiten und ja, die Anordnung dieser Diagramme und die Auswahl der Diagramme ist individuell gestaltbar. Man könnte nämlich so zum Beispiel auch verschiedene Standard-Dashboards für die einzelnen Abteilungen im Unternehmen generieren, sodass dann jeweils der Benutzer relevante Inhalt angezeigt wird und man hat diverse Möglichkeiten, Filter zu integrieren und ja, so die Daten interaktiv zu visualisieren. Eine Möglichkeit ist auch, dass man Live-Daten einbindet und so zum Beispiel dann ja, Prozessparameter über Sensoren abgreift und überwacht und man könnte auch zum Beispiel Flottenbewegungen darstellen auf einer Karte und das ist auch ein großer Vorteil gegenüber Excel. In der Regel könnte man eine Datenbank hinterlegen und eine Schnittstelle anbinden, sodass man jeweils bei Aufruf dieses Dashboards dann auch die aktuelle Datenbasis hat. Die einzelnen Diagramme sind, wie ich hier schon ein paar Mal gezeigt habe, interaktiv. Das heißt, durch Auswahl der Filter können jeweils die Inhalte angepasst werden, je nach Bedarf. Und ja, man könnte auch zum Beispiel einen Export erstellen für eine Präsentation und es besteht die Möglichkeit, automatische Berichte zu generieren.
Der Vorteil ist, dass diese Visualisierung halt sehr intuitiv ist und auch Benutzer, die jetzt nicht sehr datenaffin sind oder keine Datenspezialisten sind, schnell ein Gefühl entwickeln und ja, so auch den Prozess besser ja, vor Augen haben, tagesaktuell. Und in unserem Anwendungsbeispiel der Tankreinigung wären dann auch sehr schnell gewisse Trends erkennbar oder Faktoren, die es weiter zu untersuchen gilt. So haben wir hier zum Beispiel eine Darstellung der Verbräuche. Und wenn man sich jetzt hier anschaut, bei der Reinigungsorder Kategorie Nummer 2, da haben wir einen deutlich höheren Warmwasserverbrauch als bei den anderen. Und da könnte jetzt zum Beispiel erstmal geschaut werden, ist das denn immer so oder war das jetzt eine einmalige, ja, ein einmaliges Vorkommen? Und wenn das aber immer so ist, dann wäre das ein Hinweis. Da könnten wir mal schauen, ob es da eine Verbesserung gäbe, die den Prozess etwas weniger, ja, ressourcenintensiv machen könnte. Und wie gesagt, das kann man alles hier machen, ohne dass man wieder auf die Datenbasis zurückgehen muss, wie bei Excel. Man kann halt sofort sich verschiedene Zeiträume anschauen und dann zum Beispiel auch solche Spitzen untersuchen. Hier haben wir die Anzahl der Aufträge dargestellt und so könnte dann jemand schauen, okay, wir haben hier einen relativ hohen Ausreißer. Zum einen war das denn auch bei der anderen Bahn so. Wir haben hier zwei Bahnen, die parallel arbeiten und man sieht, das war nicht so. Und das wäre zum Beispiel ein Indikator, dass es insgesamt zwar eine höhere Last gab, aber dass zum Beispiel vielleicht auf der Bahn 2 gerade eine Wartung stattfand und deshalb auf die Bahn 1 ausgewichen werden musste. So hat man halt mit diesen Dashboards für auch Nicht-Datenspezialisten eine sehr intuitive und übersichtliche Darstellung und es können so Ideen für Optimierung generiert werden. Ja, damit bin ich schon am Ende meines kurzen Vortrags und möchte ja als Abschluss eigentlich mitgeben, dass solche Dashboards eine Brücke zwischen Analysten und Anwendern schaffen, dass man individuell und sehr schnell interaktive Auswertungen generieren kann und dass man so interessante Sachverhalte sehr schnell und intuitiv vor Augen geführt bekommt und so einen Ansatzpunkt für weitere Optimierungen hat. Und wie gerade schon angesprochen, nächste Woche wird mein Kollege Steffen Klöver zu dem zweiten spannenden Teil aus Cookie zur Bilderkennung durch KI berichten. Und damit bin ich gespannt auf Ihre Fragen. Okay. Vielen, vielen Dank von meiner Seite für den spannenden Einblick. Das mit dem Ton, das hat, glaube ich, sozusagen gab es einen kleinen Wackler. Und da schauen wir für alle, die da nochmal die volle O-Ton hören möchten von dir, dass wir da nochmal eine Lösung finden, ja. Um es nochmal einzubauen. Aber ich habe nochmal zwei Fragen, die wollte ich dir gerne stellen, bevor wir uns langsam Richtung erstes Frühlingswochenende bewegen. Das erste, vielleicht kannst du nochmal was dazu sagen, was sind denn hier die Anforderungen an die Datenbasis und an die Datengrundlage, um über sowas nachzudenken? Genau, also natürlich kann die Auswertung in diesem Dashboard nur so gut sein wie die Datenbasis. Wenn jetzt die Daten lückenhaft, fehlerhaft sind, dann wird das Dashboard auch genau diese Situation wiedergeben. Das heißt, wir müssen schon schauen, welche Daten sind vorhanden, welche Auswertungen sind damit sinnvoll. Und wenn uns Daten fehlen, könnte man überlegen, ob man vorgeschaltet dann schaut, dass man diese Daten erfasst über einen Zeitraum, damit solche Dashboards auch wirklich zu sinnvollen Analysen führen. Weil natürlich der Benutzer vertraut den Daten, die ihm dort angezeigt werden, wenn er jetzt das Tool nicht selber erstellt hat. Und dann muss man wirklich darauf achten, dass die Datenbasis auch vernünftig ist. Super. Vielen Dank. Und die zweite Frage, wo ich nochmal darauf eingehen wollte, ist, was ist denn hier zum Aufwand zu sagen? Also ist das... wie lange dauert das, bis sowas genutzt werden kann? Das Dashboard an sich ist relativ schnell erstellt. Also das sind keine Zwei-Jahres-Projekte. Da sind wir deutlich eher in Wochenplanungen. Und wie gesagt, aber dabei ist es wichtig, dass
die Voraussetzungen geschaffen sind. Das heißt, wir würden zunächst damit starten, dass wir uns anschauen, wie ist die Situation im Unternehmen, was ist in welchen Quellen vorhanden, wie kann man das aggregieren und so ein, ja, ein Konzept zur Anforderung für diese Dashboards erstellen. Und die Umsetzung der Dashboards geht dann wirklich recht schnell. Super. Dann nochmal Entschuldigung für den Ton. Das ist beim nächsten Mal, haben wir das gelöst. Wer da nochmal Fragen hat, direkt an uns, schreiben Sie uns, kommen, treten Sie mit uns in Kontakt. Dann klären wir da die Sachen nochmal in die Richtung auf. Ich freue mich auch auf nächste Woche, wenn Steffen Klöver uns einen Vortrag hält zum Thema Computer Vision. Bis dahin genießen Sie das Wochenende. Es soll ja schön und sonnig werden, zumindest hier in Hamburg. Und ich hoffe auch da, von wo Sie uns zugeschaut haben. Prima. In dem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ja, herzlichen Dank und ein schönes Wochenende.